man auf jeden Fall fahren kann. Wahrscheinlich jedenfalls. So, Manufakturen brauchen wir, Race Guests brauchen wir. Ja, noch ein halbwegs gemischtes Feld. Wir haben relativ viel Honda und BMW, zwei Ferraris, ein Porsche haben wir ebenfalls. Audi vorne und ein Lexus haben wir gesehen. Aston Martin auf der zweiten Position. Und ein McLaren auf der 14, der Herr Schäfer. Und ja, sogar ein AMG auf der 18. Also fast für jeden was dabei. Kein Lamborghini allerdings. So, jetzt haben wir noch fast 5 Minuten. Können wir relativ entspannt machen. Strecke steht immer noch auf schnell, wird aber auf optimal gehen, relativ zügig, denke ich. Also gehen wir mal ein bisschen durch. Hier auf der ersten Position haben wir, wie gesagt, Mark Kmikowiak. Hat sich hier ganz, ganz knapp vor den Simon Jovi setzen können. Also Honda und Aston in der ersten Startreihe. Dann geht es weiter mit den Marken hier mit den Ferrari von Mark Wittmann mit der 95. Ja, sehr in Grau gehalten. Ich weiß nicht, ob da eigentlich eine Livery dazu gehört. Dann haben wir den Maniacs auf Position Nummer 4, ein BMW, der bestplatzierte M4 hier mit der 33, The Dude Brothers. Dann haben wir hier Ralf Mikowiak, also hier die Familie wieder unter den Top 5 unterwegs mit der 28 in dem BMW. Dann Hoshi Blume auf Position Nummer 6, der Führende der Gesamtwertung, der zweitbeste Honda auf der Strecke aktuell, wird hier aus der dritten Startreihe ins Rennen gehen. Dann haben wir Chris Finn, auch gut unterwegs gewesen auf Kia Lami, der dritte Honda auf Position 7 für die Affenbande. Chris Konrad, ein weiterer BMW auf Position 8. Auf der 9 haben wir dann den einzigen Lexus hier von Patrick Plöger. Yasin Kalik haben wir dann den einzigen Porsche mit der Nummer 21. Ja, mal sehen, wie es auf den Geraden so läuft heute. Hat sich auf jeden Fall noch in die Top 10 reinfahren können. Steffen Rosse haben wir dann hier auch wieder einen Audi für RS Sim Racing und der Teamkollege direkt daneben. Das ist ja Patrick Schröter, den wir gerade noch gesehen haben, der auf jeden Fall in die Top 10 fahren könnte, pace-technisch. Dann haben wir die 68 mit Suna, der blaue AMG. Haben wir sogar zwei von im Feld. Startet auf jeden Fall von Position 13. Rechts neben ihm hat er auch ein blaues Auto. Das ist der McLaren von Ralf Schäfer. Go Fast Racing, die 57. Dann Christian Buddy auf der 15. Ja, noch in den Punkten, glaube ich. Die ersten 15, wenn ich mich richtig erinnere, kriegen Punkte. Ja, muss mal gucken, wie weit er nach vorne kommt. Der dritte der Gesamtwertung. Der könnte hier ein bisschen was liegen lassen, gegebenenfalls. Dann haben wir Two Tape auf der 16. Position. Auch ein BMW hier mit der 35. Guck mal, ob er hier in die Punkte fährt. Viele werden auf jeden Fall Punkte bekommen. Ich glaube, die letzten 5, wie gesagt, nicht. Thorsten Käse haben wir dann hier, die 115. Im BMW wird von der 17 ins Rennen gehen. Kian Okrug, der zweite AMG im Feld mit der 59. Startet dann ja aus der vorletzten Reihe. Dann haben wir noch den Marcel Arndt, der hier im Ferrari unterwegs ist. Mit Daniels Nummer, mit der 69. Und die Nummer 36, das hat der Herr Kohlschütter. Ich weiß gar nicht, ob er nochmal eine ordentliche Zeit gesetzt hat. Ist aber, ja, ohnehin jetzt hier von der letzten Position. Wird er ins Rennen gehen, sofern keiner aus der Box startet. In einer Minute werden wir es ungefähr wissen, in der anderthalb. Er wird auf jeden Fall sich von hinten das Ganze angucken. Ja, noch sehen wir keine Lichter hier, also Autos noch aus. Strecke schnell, 15 Grad. Und wie gesagt, wir haben hier 3 Uhr nachts. Wird also wieder ein schönes Nachtrennen. Sieht auch aus, danach aus, dass es nicht regnen wird. Momentan klarer Himmel hier. Achso, Boxenstopps brauchen wir natürlich auch noch. Denke mal, dass sie alle hier Reifen wechseln werden. Die allermeisten zumindest. Und dann, ja, schauen wir mal gleich, wenn es losgeht. Eine Minute haben wir noch. Und ich mache nochmal die Gesamtwertung an, damit wir mal gucken, wer jetzt hier wem gefährlich werden kann. Also Blume haben wir auf der 6 jetzt im Rennen. Also der muss mal gucken, dass er ein bisschen nach vorne kommt, denn der Ralf Mikowiak, der ist eine Position vor ihm. Der könnte also ein bisschen verkürzen hier. Buddy hatten wir gesehen auf der 15 im Rennen jetzt, könnte etwas federn lassen. Chris Finn haben wir auf der 7 im Rennen. Also da doch alle dicht zusammen, muss man sagen, auch wenn nicht ganz vorne. Aber die können sich da alle gegenseitig schön die Punkte wegnehmen. Der Mark Mikowiak hier auf der ersten Position im Rennen. Fünfter in der Gesamtwertung. Na, mal sehen. Also, das wird auf jeden Fall spannend. Gucken wir uns dann nächste Woche natürlich an, wenn das Rennen vorbei ist heute und wir die Gesamtwertung nochmal neu berechnet haben.
Kunkel, glaube ich, nicht dabei. Wittmann habe ich auch nicht gelesen. Doch, Marc Wittmann, da ist er. Auf der 3 sogar. Also auch der könnte nochmal ein bisschen nach vorne kommen. Maniacs war dabei auf der 4. Ja, gut, klar, wer regelmäßig mitfährt, der landet auch eher vorne. Und apropos vorne, vorne geht es jetzt auch jetzt in die Einführungsrunde rein. Und dann können wir mal gespannt sein, wie hier das Rennen so verläuft. Besser ist es immer für Action gut auf jeden Fall. So, muss man einen Schluck trinken. So, dann immer noch mal ein bisschen Chat hier nachgucken. War ein bisschen was los hier. Moin, 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 moin. Also schön noch alle, die noch da bleiben fürs Rennen hier. Bin mal selber gespannt, was wir hier gleich sehen werden. Also letztes Rennen lief eigentlich sehr gut, glaube ich, der Start. Kia Lami hatten wir keine großen Unfälle. Also hoffen wir mal, dass das hier auch funktioniert. Ich glaube, Split 1 sind sogar einige Autos mehr unterwegs. Hier im Split 2 haben wir ja tatsächlich nur 20. Haben sich doch einige abgemeldet. Sind eigentlich weit über 30, glaube ich, angemeldet insgesamt für die Serie. Aber heute nicht ganz so viele dabei. Wer weiß, vielleicht haben die was Besseres vor. Vielleicht haben die auch keine Lust auf das Rennen hier. Wobei es hier doch sehr viel Spaß machen kann. Aber klar, wenn du irgendwo getroffen wirst oder man sich leicht verbremst und es in die Wand geht, dann ist das Rennen schon ziemlich hinüber. Aber da gab es im Briefing auch ja, einige Diskussionen und Anregungen, wie man sich hier heute verhält. Auf dem Berg vielleicht eher zurückziehen, vielleicht nicht überholen. Die beiden Langgraden bieten sich eher an. Und wie wir gestern Abend schon gesehen haben, vor der Chase, vor der letzten Schikane, hat man somit die beste Möglichkeit. Ist auch nicht immer gut gegangen, aber doch oft, muss man sagen. Werden wir mal schauen. Auf jeden Fall haben wir eine relativ gute Markenvielfalt, auch ganz vorne. Wie gesagt, die ersten vier verschiedene Marken. Im Mittelfeld haben wir noch Lexus und Porsche. Gold 69. Ja, schauen wir mal. Kann ja fast nur nach vorne gehen hier für den Marcel. Der alte Pizzalieferant. Ja, aber es ist wirklich eine Challenge zum Überleben. Problem ist halt, wenn du hier vor allem in der Sektion da vorne einen querstehen hast. Oder da einer quersteht, so rum. Da hast du nicht immer eine Chance auszuweichen. Selbst wenn du auf die Bremse gehst, das geht bergab, das dauert ein bisschen länger, als wenn es auf einer Ebene ist. Wenn du das überhaupt siehst, wie gesagt, ist ja doch ein bisschen verschnörkelt da oben. Aber heißt auch, wenn man gelbe Flagge hat, dann am besten erstmal ein bisschen lupfen, vielleicht sogar bremsen und gucken, was passiert. Das ist natürlich ein Problem, wenn direkt einer hinter dir ist und der das nicht so handhabt, dann knallt dir da hinten drauf. Und dann fragt er dich, warum bist du auf die Bremse gegangen? Ja, gucken wir mal. Survival of the fittest hier. Ja, und die ersten Runden scheinen wir hier auf Strecke schnell zu fahren. Ich hoffe, das haben ja auch alle gesehen von den Fahrern. Denn dann ist es noch ein bisschen rutschiger. Muss man auch nochmal einberechnen. Zweite Runden dauert es, bis die Reifen den Grip haben. Und dann, ja, kann man erst so richtig wirklich am Maximum fahren. Ja, wie gesagt, sehr lange Runde. Dauert noch ein bisschen, bis das losgeht. Aber wir haben es bald geschafft. Hier der Rechtsknick, leicht über den Hügel rüber. Ja, der Curb da ist auch gefährlich. Haben wir gestern gesehen, da ist auch einer abgeflogen. Beim Überholvorgang. Bisschen zu weit ingefahren. Das Auto kam in Schlingern und dann, ja, ich weiß gar nicht, ging es hier in die Wand oder hier aufs Gras auf jeden Fall an der Außenseite und dann geradeaus. Ups, genauso hier wie der Joby das fast vormacht. Fast noch eine Einführungsrunde weggerutscht. So, jetzt wird sich geordnet. Da hinten, die letzten sollten auch kommen. So, Bitrate sieht momentan ganz gut aus, sollte also kein Minecraft Racing werden gerade. Wäre sehr schön jedenfalls, denn die Autos noch sehr dicht zusammen. Wir wollen natürlich auch erkennen, wer hier wen überholt. Also der Honda hier auf der Innenseite, der Marc und Simon auf der Außenseite. Ja, da vorne kein Audi, der da beim Start mal gleich alle abziehen kann, außer Christian Buddy auf der 15. Mal sehen, ob der gleich mal Position gut machen kann. Team Pizzamann, genau. Da ist der Bandit wieder. Also, los geht's, eine Stunde. Einmal muss man noch in die Box. Da. Ja, mindestens. Manche werden wahrscheinlich öfters gehen. Also schauen wir mal. Und der Aston Martin stand sehr weit vorne, muss man sagen. Hoffen wir mal, dass es keine Strafe gab. Hoffen wir, dass Mikowiak nur zu weit hinten stand, der jetzt hier von hinten einen kleinen mitbekommt, auf jeden Fall mal die Position verliert. Wir sehen es hier. Wir gehen mal hier durch. Hoshi Blume auf der fünften Position. Haben wir hinten irgendwelche Unfälle? Ne, alle erstmal durchgekommen. Kleine Berührung gab es auf jeden Fall.
Aber gut, Kurve 1 ist nicht unbedingt das Problem. Kurve 2, das wird spannend. Das haben wir auch schon gesehen. Zwei Autos hier mal weggerutscht und dann gab es hier die Verstopfung. Und hier um die Ecke siehst du das ja auch nicht immer. Hier vorne auf jeden Fall erstmal alle geordnet. Chris Flynn hat sich, glaube ich, gerade den Kmikowiak geschnappt, der schon zwei Positionen jetzt verloren hat hier auf der 7. Ist er nämlich unterwegs. Konrad jetzt auch noch vorbeigegangen, damit er nur noch auf der 8. Position. Patrick Schröter hat sich derweil schon zwei Positionen geschnappt. Geschnappt. Auf der 10. ist er unterwegs in den Top 10. Sehr gut, mal gucken. Christian Bardi auch schon mal eine Position gewonnen. Und bis jetzt alles gut gegangen. Keiner aus der Box gestartet. Noch keine gelben Flaggen, die wir hier sehen. Wir gehen mal zu Wittmann rein. Hier dem Ferrari. Joby vorne schon mal eine Sekunde weg. Da vorne taucht er ab. Oh, jetzt berührt er hier die Wand. Und das staut sich wahrscheinlich dahinter noch ein bisschen auf. Ja, ging nochmal gut. Aber der Wittmann hat sich schon mal gleich hier die Karosserie ein bisschen beschädigt. Heißt also, er fährt schon mal mit ein bisschen Schaden rum. Hoffen wir mal, dass es nicht allzu sehr Auswirkungen hat aufs Fahrverhalten. Entweder weil die Lenkung ein bisschen schief ist oder man Topspeed verliert. So, der Ralf, da läuft es nicht so super. Drei Positionen verloren. Kontaktanzeige. Aber kein anderes Auto, dürfte also hier leicht mal die Wand gestriffen haben. Gestriffen, ja. So, Patrick Blöger im Lexus, aber wir gehen wieder zu 3, 4, 5. Gehen mal vielleicht auf Marc Wittmann. Ja, hier ist noch kein Angriff zu erwarten. Dann doch ein Tick zu weit auseinander hier. Also, Simon Jovi hat sich hier Position 1 geschnappt. Könnte eigentlich kurz mal in-game gucken, ob es eine Strafe gab. 5 Sekunden für Ukuk auf der 16, 5 Sekunden für Kohlschütter auf der 20. Aber hier vorne lief alles in Ordnung. Also die Startpositionen haben wohl doch so gepasst. Und Schröter hat hier, glaube ich, gerade den Kalik überholt. Wir gehen mal 10 Sekunden zurück. Aus der Chase raus. Der Porsche da ein bisschen auf dem Curb. Hat da nicht ganz so viel Geschwindigkeit und muss sich jetzt hier hinter den Honda wieder einordnen. So, und der Kohlschütter, da gehen wir auch 20 Sekunden. Oh. Das war zu weit zurück. Das ist noch Kurve 1 sozusagen. Aber hat wahrscheinlich einen Unfall gerade. So, jetzt sind wir wieder im Live-Bild. Aber fährt erstmal weiter. Scheint erstmal weiter zu gehen. So, Chris Finn hier auf der 6. Der hat schon mal eine Position gewonnen. Hat sich erstmal alles geordnet. Wir haben keine größeren Unfälle gesehen. Außer Kohlschütter wahrscheinlich, der irgendwo ein größeres Problem hatte. Ist auf jeden Fall leicht oder sehr gut abgeschlagen schon, muss man sagen. Während Ukuk den Rosse überholt. Kurve 2, wie es aussieht. Jawohl, zwei Positionen nach vorne. Oh, Rosse hat 6 verloren. Das lief jetzt nicht ganz optimal. So, dann gucken wir mal, wo sich hier die Gruppen jetzt bilden. Eigentlich waren die ersten 7, haben wir vorhin ja gesagt, ungefähr ja, ein bisschen schneller als der Rest. Momentan die Abstände da so roundabout 1 Sekunde. Der Simon vorne schon 2,5 Sekunden weg. Oh, Maniacs, der fliegt hier gerade ab und da knallt noch ein BMW rein. Ist das Blume gewesen? Hoshi Blume. Ne, Hoshi Blume ist hier der Honda, der steht hier auch. Maniac steht hier. Oder war es Chris Konrad? Eieiei. Gucken wir, was wir mal mitkriegen. Da rutscht er nur leicht weg gegen die Wand und da drückt er den Honda weg, da haben wir es gesehen. Und da, welche Nummer? 92 war das. Ja, das war Chris Konrad. Hier ist er jetzt unterwegs auf der 7. Position. Dürfte auch ordentlich was mitbekommen haben. Ja, wo ist er? Da ist er. Ja, da sehen wir das. Motorhaube mal komplett offen hier. Also, das hat schon die ersten Schäden jetzt hier gegeben. Und Maniacs haben wir ja gesehen in der Gesamtwertung gar nicht so schlecht platziert. Jetzt wird er hier natürlich durchgereicht. Auch Kohlschütter wird hier relativ zügig vorbeigehen. Und hier scheint die Lenkung nicht mehr so richtig zu funktionieren. Sehr, sehr schade. Ja, mal gucken, ob er zurückfährt. Weil wenn er sich zurückportet, darf er nicht mehr weiterfahren. Und Mamedzuna hier auch leicht off-track. Oh, gerade nochmal rübergegangen. Hier geht es aber jetzt in die Boxengasse rein. Ja, sehen wir sehr, sehr oft oder letzter Zeit öfters mal, die ersten ein, zwei Runden funktionieren. Aber danach geht es dann los. Strecke inzwischen aber auch auf optimal. Also am Grip lag es jetzt nicht direkt. Also jetzt haben wir schon einige in der Box. Konrad in der Box, Suna in der Box. Maniacs wird reingehen. Kohlschütter. Weiß ich nicht, ob der noch weiterfährt. Ist nicht so schnell unterwegs offenbar. Aber dann konzentrieren wir uns jetzt mal auf die nächsten Zweikämpfe, die hier vielleicht anstehen. Two Tape ist an Ralf Schäfer dran. Für Two Tape ging es gut nach vorne, hat jetzt natürlich auch profitiert. Hoshi Blume nämlich auch in der Box von den Unfällen hier. Das heißt, die anderen da hinten werden jetzt ja, fast das ganze Rennen durchfahren müssen, wenn sie jetzt aus der Box kommen mit den Reifen und ja, dem ja, fast vollen Tank, je nach Auto.
Vorne hat es auf jeden Fall sehr gut sortiert. Simon Jovi haben wir hier auf der 1. Der hat da gar nicht mal so viel von mitbekommen. Außer auf der Karte vielleicht. Maniacs, der schleppt sich immer noch nach Hause hier. Mal gucken, ob er jetzt hier gerade ausfährt. Haben wir auch schon gerne mal gesehen. Bisschen abkürzen und hier nicht im Weg stehen. Sehr, sehr schnelle Passage. Wenn da einer mal von hinten kommt, wird es mal ein bisschen eklig. Also, Kmikowiak jetzt doch nur auf der 2. Weiß nicht, was am Start los war. Der war da sehr weit zurück beim Aston. Und ja, jetzt schon 2 Sekunden Rückstand. Mal gucken, ob er wieder rankommt. Dann haben wir hier den Ferrari. Der ist auf der 3. Position geblieben. Lief dann doch ganz gut nach hinten. Hat da schon sehr viel Abstand für die ersten 6 Minuten. Hier 7 Sekunden sehen wir. Das ist der Chris Finn, der von der 7 gestartet ist. Und jetzt hier alles dran setzt, vielleicht nochmal aufs Podium zu kommen. Dann haben wir auf der 5 den Ralf Kmikowiak. R&M Racing. Der 28er BMW, der Bestplatzierte, alle anderen ja fast ganz hinten. Two Tape haben wir auf der 10 noch. Da sehen wir nämlich den anderen, der schleppt sich immer noch nach Hause, der Maniacs. Patrick Schröter haben wir dann hier auf der 6 von der 12 gestartet. Da ging es auch relativ zügig dann in die Top 10 rein. Hätte ja auch länger dauern können, aber durch die ganzen Vorfälle hat er da profitieren können. Jasen Kalik haben wir dann auf der 7. Position. Auch da ging es gut nach vorne. Dann der Patrick Plöger auf der 8 im Lexus. Ralf Schäfer haben wir hier auf Position 9, den einzigen McLaren. Auch da sehr gut nach vorne gekommen, genauso wie Two Tape, wie gesagt. Christian Buddy auf der 11. Position, also weiter in die Punkte reingefahren. Kian Ukuk haben wir dann im AMG auf der 12. Relativ dicht gefolgt von Bosse. Da gehen wir mal wieder rein, ist hier gerade im Windschatten. Der AMG bleibt hier auf der Innenseite. Hier für die 2. Kurve. Oh, da bremst er relativ früh. Ich weiß nicht, ob er hier schon vorbeikommt und da wird er, glaube ich, von hinten getroffen. Und jetzt dreht er sich da natürlich. Wir gucken das Ganze nochmal an. Rosse wird jetzt hier durchgereicht. Haben wir eigentlich relativ früh auf der Bremse gefühlt zumindest. Ah, und da berühren die sich irgendwie. Haben nicht ganz gesehen, wer da jetzt wie eingelenkt hat. Auf jeden Fall Ukuk jetzt auf der 12, Arndt 13 und der Käser jetzt auf der 14. Was war denn da jetzt noch passiert? Oh, da ein bisschen weit gegangen. Und zack, gehen da 1, 2 Autos vorbei. So, Maniacs hat es jetzt in die Box geschafft, glaube ich. Ja, ist zumindest dabei. Dahinter kommt noch ein BMW, das ist der Kohlschütter. Also der kann jetzt doch nicht so weiterfahren. So, Buddy jetzt hier vorbeigekommen. Gucken wir doch mal, was da passiert. Oh, da gibt es einen 360 vom BMW von Two Tape. Und Buddy geht auch nochmal leicht in die Wand rein. Hat auf jeden Fall Glück, dass er hier das Auto konstant oder stabil halten kann. So viel mehr. Und hier nicht noch irgendwie weiter einschlägt. Hat es jetzt aber in die Top 10 geschafft. Ja, also wir haben noch alle Autos dabei, aber schon fast eine Handvoll jetzt in der Box gehabt. Ein paar Unfälle jetzt leider auch schon gesehen. So, wie sieht's vorne aus? Ja, ich glaube, der Marc holt den Simon doch ein bisschen ein. Bisschen über eine Sekunde Rückstand. Würde uns natürlich freuen hier. Wenn wir einen schönen Dreikampf sehen hier vorne. Abstand zu Chris Finn aktuell ein bisschen größer geworden. Fast 8 Sekunden schon. Dahinter auch schon etwas größere Abstände. Platz 6 haben wir dann nochmal vielleicht eine kleinere Gruppe. Wenn wir da hinten mal rausschauen, da sehen wir die 3 Autos von Kalik, Plöger und Schäfer. Ja, alles auf 4 verschiedene Marken. Sehr, sehr schön aus. Mal gucken, ob die nochmal ein bisschen näher zusammenrücken. Was ist bei Käser los? Rosse schon wieder off-track hier. Wird wahrscheinlich in die Box fahren, nehme ich mal an. Also auch hier ein sehr, sehr früher Boxenstopp auf jeden Fall. Ja, für die Wertung ist das wichtig, absolut. Ja, für manche zumindest. Für ihn ist das ziemlich schlecht. Der wird hier richtig Punkte liegen lassen, denn der wird auch erstmal sehr lange stehen. Hat schon lange oder Ewigkeiten gedauert, dass er hier reinkommt in die Box. Und jetzt steht er hier nochmal. So, also... Wir sehen es auf der Karte, die Abstände. Mittelfeld dann noch so ein bisschen zusammengerückt. Das müssen so 7, 8, 9 die Plätze sein. 11, 12, 13 auch noch. Aber hier die ersten paar Positionen noch halbwegs dicht zusammen, aber insgesamt schon gut abgesetzt vom Platz 4. Abstand wird auch größer und größer. Wir sind schon bei über 8 Sekunden. Jetzt ist die Frage, wer hier wen aufholen kann. Mal sehen, ob hier der Ferrari sich den Honda schnappen kann. Da kommen wir natürlich wieder nicht zu. Beim Yasin ist irgendwas passiert. Hier der Porsche-Pilot. Skyline. Ah, ein bisschen spät auf der Bremse. Keine Ahnung. Jedenfalls geht es geradeaus leicht in die Wand rein. Zumindest bounce er nicht zurück. Und Christian Buddy geht auf jeden Fall vorbei. Da haben wir ihn gerade gesehen. Also der kann heute mal wieder profitieren hier. Ich weiß gar nicht, Kyalami müsste auch hier und da profitiert haben. Also der hatte schon 2 richtig gute Ergebnisse.
Vielleicht läuft es ja heute hier auch. Und vorne sehen wir, wird man jetzt an Mikowiak dran. Also eine Runde hat es jetzt grob gedauert, dass er hier direkt dran ist. Deswegen gehen wir beim Mark mal rein. Und Simon Jovi geht in die Box rein. Damit sind wir gerade auf Position 1 unterwegs. Temporär zumindest mal. Ah, ich weiß nicht, warum Jovi schon reingeht. Weil Schaden dürfte er eigentlich nicht so viel haben. Interessante Taktik auf jeden Fall. Ja, und hier sehen wir auch, der Ferrari kommt jetzt doch nicht so ganz daran. Bleibt jetzt doch hier eine gute halbe Sekunde dahinter. Ja, den Kalik jetzt reingefahren, der Porsche. Klar, der ist gerade ein bisschen in die Wand reingefahren. Schröter geht erstmal an Jovi vorbei. Provisorisch Platz 5. Ja, aber schon fast ein Drittel des Feldes in der Box und gerade mal ja, 11 Minuten hinter uns. Das heißt also beim einen oder anderen, ja, werden die Reifen nach und nach nachlassen. Tolles Deutsch. Ach, SG30 hat er kassiert, okay. Das sehe ich hier leider nicht. Sehe ich erst, wenn er es absolviert hat, dann wird das aber hier rechts gleich auftauchen. Aber das ist natürlich noch ärgerlicher, weil ein normaler Boxenstopp, ja, muss er ja ohnehin machen. Aber so wird er erstmal zurückfallen. Ist jetzt wieder auf der 6. Position, glaube ich, rausgekommen. Eine Sekunde hinter Schröter hier. Ah, okay. Der Jovi, der war aber erst einmal drin. Oh, wer dreht sich da weg? Schröter dreht sich weg und... Oh, der McLaren. Ja, der schubst ihn nochmal zur Seite. Dass er sich selber nicht wegdreht, ist eigentlich ein Wunder. Aber Schröter, der verhagelt sich jetzt hier ein relativ gutes Ergebnis. Ist schön nach vorne gekommen. Oh, haben wir einen BMW abgeräumt. Muss er hier erstmal drehen. Einer kommt da jetzt noch. Der AMG geht vorbei. Oh, guck, ist das. Und jetzt ist er auf der Position 13 unterwegs. Auch ihn hat es hier getroffen. Also ein Drittel des Feldes hat hier schon Bekanntschaft mit der Wand gemacht. Also wie gesagt, Jovi, der müsste eigentlich nur ein... Weiß ich nicht. Bei mir wird er nicht angezeigt, dass er schon Boxenstopp gemacht hätte. Ah, ein Top 10. Ja, der hätte auch profitieren können. Wo ist er denn? Da ist er. Auf der 10 nämlich. 2 Sekunden hinter 2 Tape. So, was macht Wittmann? Kommt er jetzt hier mal ran? Da war ja schon mal öfters dran. Mal sehen, ob er hier auf der Geraden auch nochmal den Abstand verkürzen kann. Ah, okay, alles klar. Ja, jetzt sehen wir es jetzt wieder in der Box. Dann passt das. So, also Platz 1 haben wir auf jeden Fall einen schönen Kampf. Mal gucken, was der Simon noch wieder gut machen kann. Der wird natürlich hier mitten ins Feld zurückgeworfen. Und pace-technisch gehört er natürlich eher weiter nach vorne, wie er gezeigt hat bis jetzt. Also da geht es wieder auf eine Aufholjagd hier für die letzte Dreiviertelstunde. Und hier geht es auf die Jagd ja wieder auf Position 1. Wittmann von der 3 gestartet, auf der 2 unterwegs. Der Mark jetzt wieder auf seiner alten Startposition. Mal gucken. Ja, aber sie halten kann. Momentan hat er einen direkten Konkurrenten. Obwohl Chris Finn jetzt ein bisschen wieder näher rangekommen ist. Vorhin waren wir bei 7, 8 Sekunden. Jetzt sind es 5. Dahinter haben wir 4, 10, 2. Ja, schon gut auseinandergezogen. Hier keine oder wenig direkte Duelle, die wir sehen. Ich weiß nicht, ob der Mark hier sehr wenig Flügel fährt, aber... Mein Eindruck ist, dass der Ferrari da nicht so richtig rankommt auf den Geraden, wie man es erwarten würde. Wo steht da gerade eine gelbe Flagge, Kurve 1. Oh, hier beim Anbremsen ist aber ganz, ganz spät auf die Innenseite. Oh, es trifft er den Honda, schiebt ihn aber gerade. Ja, ich glaube, der wartet aber gerade. Das weiß er selber, dass das nicht so ganz regelkomfort war vielleicht. Zumindest mal nicht Gentleman's Like. Lässt den Honda wieder vorbei. Nochmal alles gut gegangen. Aber war da sehr, sehr spät auf der Bremse. Der Horn hat aber auch ganz gut mitgespielt. Hat, glaube ich, nicht so ganz reingezogen in die Schikane. Wenn Patrick Schröter gerade in der Box ist und hier jetzt gerade überrundet wird. Also sehr, sehr interessantes Duell. Wir gucken mal hier. 1,6 Sekunden haben wir zwischen 6 und 7. Schäfer noch halbwegs am Plöger dran, 2 Sekunden. Und Massa und jetzt auf der 9. Eine Sekunde hinter 2 Tape. Den Käse hat er ungefähr 1,5 Sekunden hinter sich. Aber wir gehen mal wieder nach vorne. Da ist es, glaube ich, gerade am spannendsten. Ja, Hälfte des Feldes ist schon drin gewesen, so gut wie.
Alles nicht planmäßig, würde ich mal fast behaupten. Die wenigsten jedenfalls. So, Ruckuck jetzt in die Box reingefahren. Damit haben wir genau die Hälfte dann in der Box gehabt. Genau, ihr seht es auch, SG30 aufgehoben. Also eine SG30 haben wir jetzt. Sonst bis jetzt keine Strafen, sind hier aber auch eher nicht so das Thema. So viel abkürzen kann man nicht. Hälfte der Strecke ist ja eh nur Wand, wie wir hier links und rechts sehen. Und dann ist sowieso eh vorbei, da hast du andere Probleme. Probleme hat Chris Konrad. Und politiert, genau. Teleportiert sich zurück. Ah, hier in der Linkskurve den Berg hoch. Offenbar irgendwo eingeschlagen. Damit das Rennen für ihn hier beendet. Ja, sehr, sehr schade. Also ein Auto haben wir leider verloren. So, Maniacs war ja auch drin. Der stand doch sehr lange. Über 3 Minuten, glaube ich, müssten das sein. Und da ist er nochmal. Aber wieder unterwegs. Wird natürlich den Chris Konrad dann überholen. Und dann wird er zumindest mal nicht letzter. Aber nach Punkten sieht es... Stimmt, tolle Kamera. Nach Punkten sieht es hier aktuell auch nicht aus. Da muss er schon auf Platz 15 fahren. Wo wir vielleicht gleich nochmal hingehen. Gucken jetzt nochmal nach vorne. Wieder in der Chase. Diesmal nicht daneben gebremst. Auf Platz 15 haben wir nämlich mehr mit Suna. Hier der... Ja, zweite AMG. Der andere ist momentan in der Box. Der Okrug... Mal gucken, ob er vor ihm wieder rauskommt. Aber Suna war ja auch schon in der Box. Oh, und Buddy jetzt hier 0,1, 0,2 Sekunden dran im Windschatten von Ralf Schäfer. Wie gesagt, hier in der Chase oder vor der Chase, da werden wir die meisten Überholmanöver sehen. Beste Überholmöglichkeit. Aber hier konnte der Christian das nicht ausnutzen. Aber Platz 6 ist wieder drin. Also hier Top 5 oder ja Top 10 mindestens ist so sein Ding momentan in der Saison. Ersten beiden Rennen auch schon gut unterwegs gewesen in dem Bereich. So, Rosse Suna gehen an Okrug vorbei. Mal gucken, kommt er jetzt schon raus? Da ist er schon rausgefahren. So, dann gucken wir mal zum Pizzalieferanten. Mal gucken, ob er pünktlich hier zum Kunden kommt. Momentan hat er ein bisschen Verkehr auf jeden Fall. Ist hier zwischen zwei BMWs eingeklemmt. Two Tape sehen wir da vorne. Da gehen wir mal in Sack rein, aber da werden wir jetzt auch keinen Angriff sehen. Den Markenkollegen sehen wir dahinter nochmal. Das ist der Thorsten Käser. Ja, die drei und alle dafür waren noch nicht in der Box. Dahinter sind oder waren sie schon alle. Aber ich denke mal so in 10, 15 Minuten werden wir auch hier die zweite oder erste Hälfte des Feldes in der Boxengasse sehen. So, hier sehen wir auf jeden Fall keinen Angriff. So, Oschi Blume leider auch schon einiges verloren. Wurde da sehr, sehr unglücklich getroffen in der Skyline. Ich glaube, da konnte er nichts für. Wird er sich ärgern? Also ich hörte fast, dass wir den heute nicht zum Interview bekommen. Haben wir ja auf, das war die erste Strecke. Watkins Glen, genau. Da haben wir ihn ja zum Interview bekommen. Das Rennen müsste er, glaube ich, gewonnen haben, wenn ich mich richtig erinnere. So, wirklich wieder Anfahrt zu Chase. Sind wir mal wieder dabei. Dann gehen wir gleich wieder zum Hoshi rüber. Na, bremst er sich wieder daneben? Nee, hat daraus gelernt auf jeden Fall. Aber man kann ja mal ein bisschen Unruhe stiften vielleicht. Ich weiß nicht, ob der Marc sich da aus der Ruhe bringen lässt. Aber man kann ja mal auf den Seite gucken. Und jetzt Hoshi Blume, Side by Side mit Okrug, der gerade erst aus der Box kam. Also der hat noch nicht so ganz den Grip mit den Reifen. Und deswegen wahrscheinlich geht Hoshi Blume auch vorbei. Chris Finn jetzt mit der schnellsten Runde. 2 Minuten 3,7 auf der dritten Position liegend. Gut unterwegs und wir sehen hier auch... Der Abstand wird kleiner und kleiner. Da vorne sehen wir die ersten beiden. 1,8 Sekunden nur noch. Allerdings so Ralf Kmikowiak auf der 4. 9 Sekunden Abstand. Aber das hier vorne könnte interessant werden. Boxenstopp wird auch sehr, sehr wichtig werden, den gut zu absolvieren. Patrick Schröter wurde gerade kurz gelb angezeigt. Und der Chris Konrad ist, glaube ich, sogar vom Server runter. Wir haben nämlich nur noch 19 Autos hier auf der Strecke. Also mal gucken, wie lange die sich behaken und wenn Wittmann vorbeikommt, ob er dann ja wegfahren kann. Aber wäre natürlich cool, ja, wenn wir hier einen schönen Dreikampf sehen. Momentan haben wir da ganz gute Chancen. Aber mal gucken. Der Ferrari hier zwischen zwei Hondas und Marcel Arndt jetzt direkt am BMW von Two Tape dran. Der hing da ja eben auch schon relativ dicht auf der Pelle von ihm. Ist hier in der zweiten Kurve außen. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu weit rauskommt. Der BMW nimmt da relativ viel... Körpen mit und Marcel Arndt geht jetzt hier auf Position 9. 8 natürlich. Two Tape auf die 9. Ah, Two Tape hat offenbar ein bisschen Wand mitgenommen laut Anzeige.
Also, geht gut nach vorne hier. 11 Positionen. Wir können uns mal die Position Deltas anschauen. Da sehen wir, ja gut, Boxenstopp. Habe natürlich jetzt hier auch noch reingespielt. Noch nicht Boxenstopp gereinigt. Deswegen vorne alle mit einem positiven Delta. Aber Marcel Arndt trotzdem mit 11. Der wird auf jeden Fall deutlich vorne landen. Weiter vorne Schäfer-Buddy davor mit 8. Und Tutape und Käser mit 7. Da ging es sehr, sehr gut nach vorne. Ja, Maniacs leider hier auf der 19 mit 15. Weiß nicht, wie viel er jetzt noch Boxenstopp bereinigt dann wieder gewinnen wird. Werden wir in einigen Minuten wissen. Also, erstes Drittel des Rennens haben wir hinter uns. Kusche da schon wieder mit einer gelben Flagge hier vor der Chase. Na, hat er den Körb so viel mitgenommen hier rechts vielleicht? Oh ja, deutlich. Ui, ja, fast noch den Honda abgeschossen. Ich glaube, der wollte da nur Platz machen für die Überrundung. Lief jetzt nicht ganz so gut. Zumindest nicht für ihn. Für alle anderen hatte das jetzt keine größeren Konsequenzen. Aber wie gesagt, von ganz hinten gestartet und wird nicht letzter, denn Chris Conrad ist ja schon runter und Maniacs ist auch noch ja locker eine Runde hinterher. Vorne sind wir jetzt in Runde 11, ganz hinten sind wir so bei Runde 7, 8, Mittelfeld bei 10, logischerweise, die noch nicht so ganz über die Ziellinie gefahren sind. So, Chris Finn, der könnte für meinen Geschmack jetzt mal langsam richtig rankommen und Tutape, wieder mit einer gelben Flagge und Käser geht jetzt noch vorbei. Was ist denn da passiert? Ja, eigentlich gar nichts Wildes. Oh, konnte die Bauer fast noch vermeiden. Bisschen zu viel Körb mitgenommen, aber es hat schon gereicht, um hier das Auto in, ja, in einen instabilen Zustand zu bringen. Ging leicht in die Wand rein und Thorsten Käster, Herr Käser, sagt Dankeschön. Das ist meine 8. Position und Wittmann geht gerade vorne vorbei. Ist vorbeigegangen. Das wollen wir uns natürlich nochmal anschauen. Hier oben in der Skyline. Während Simon Jovi mit einer 2,97 eine Bestzeit gesetzt hat. Hat der Honda vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, hier zu weit raus. Oh, zu weit in eigentlich fast. Da hat das Auto aufgesetzt auf dem Incurb. Aber auch nochmal gute Fahrzeugkontrolle. Hat das Auto hier sehr, viel, sehr schnell stabil bekommen. Und Marc Wittmann geht jetzt hier an die erste Position. Und Chris Finn freut sich natürlich. Ein paar Zehntel geschenkt bekommen. Geht jetzt hier Richtung Mikowiak. Und wird jetzt hier bald wahrscheinlich einen Angriff starten. Bin gespannt, ob der Marc Wittmann vorne wegfahren kann. Schauen wir mal jetzt bei Christian Buddy rein. Position 7, Position 6 direkt vor sich. So, Audi gegen McLaren hier auf der Geraden. Mal sehen, wie viel er hier gut machen kann. 0,8 Sekunden sind's. Mal sehen, ob er das vielleicht auf eine halbe Sekunde gedrückt bekommt. Ja, wird auf jeden Fall trocken bleiben. Wetter-App sagt auf jeden Fall kein Regen, klarer Himmel. Also, das bleibt uns oder den Fahrern viel mehr erspart. Erspart bleibt uns aber nicht hier das Überholmanöver. Startziel sind wir hier. Oh, hat Chris Finn angegriffen. Oh, Divebomb hier rausgeholt. Honda hat da auch wieder gut aufgepasst. Also der rechte, der Kmikowiak. Chris Finn hat aber die Position auch wieder zurückgegeben. Also auch wieder Fair Play hier. Ja, ein bisschen vertan einfach. Vielleicht wollte er da gar nicht überholen. Aber dann musst du dich natürlich dafür eine Seite entscheiden. Ja, wo du ausweichst, weil gerade ausfahren ist die allerschlechteste Option. Da triffst du nämlich den Vordermann. Das Ganze hat Marc Wittmann natürlich wieder in die Karten gespielt. Nochmal so ein paar Zehntelchen gewonnen. So, mal gespannt, wann die ersten oder nächsten Boxenstopps, muss man ja sagen, vollstreckt werden. Klingt komisch. Schröter in der Box. Oder aus der Box raus. Strafe wurde mir nicht angezeigt. Wahrscheinlich musste er doch nochmal reparieren. Er war inzwischen schon dreimal drin. Das war auf jeden Fall zweimal mehr als angedacht. Deswegen auch sehr weit nach hinten gefallen leider. Auf die 18 momentan nur. Ja, da hätte es in die Top 10 gehen können. Kann immer noch gehen. Heißt ja nicht, dass sie hier vorne alle heil nach Hause kommen. Aber momentan die Unfälle doch deutlich weniger geworden, die Abstände auch größer. Das heißt, wenn wir hier einen Unfall sehen, ist es dann eher Eigenverschulden. Wenig Potenzial hier für gegenseitiges Rausgeschiebe. Hier war schon sehr, sehr knapp zwischen den beiden Hondas auf der 2 und 3. Der Chris Finn hier in der ersten Kurve daneben gebremst. Ja, der Marc, der hat jetzt schon zweimal eine Divebomb überlebt. In der Chase, erinnern wir uns, ist der Ferrari ja auch schon mal ein bisschen da reingestochen. Die Boxencrew hat Hunger. Ja, schauen wir mal, wann er reinkommt. Ich glaube, Moment. Ja, hat er freie Fahrt. Wird erstmal ein paar Runden vielleicht abspulen.
Mal gucken, dass er den Abstand zum Thorsten hinter sich ein bisschen vergrößert. Und dann, ja, mit ein bisschen Puffer in die Box geht, während jetzt Kmikowiak hier zu weit rauskam. Da dreht es einen auch gerne mal weg und dann geht es links in die Wand rein. Hat zumindest mal keine Konsequenz. Chris Fenn kann das hier nicht ausnutzen. Nicht so richtig jedenfalls. Karlik hat, glaube ich, hier nur gerade einen vorbeigelassen bei einer Überrundung. Und Patrick Schröter, der fährt mal ein bisschen übers Gras. Und dahinter ist der, achso, ist keine Position. Der Kohlschütter, der BMW hier vorne ist eine Position. Der Aston Martin hier ist der, wo ist er? Der Jovi auf der 11. Oh nein! Der Schröter schon wieder im Unfall hier verwickelt. Gab's da die Berührung? Oh nein, da wollte er längst vorbei und dann trifft er da den Kohlschütter, schon wieder der Kohlschütter da irgendwie involviert. Der hat aber auch ein bisschen Pech. Ja, dreht sich da raus. Ganz leichte Berührung hinten rechts. Und damit ging es schon wieder in die Wand. Das läuft ja mal gar nicht für ihn heute. Und wie gesagt, er war schon dreimal in der Box. Und ja, mal sehen, ob er so weiterfahren kann. Die Motorhaube scheint noch geschlossen zu sein. Immerhin was. Ah, das Rennen ist auch schon wieder zum Vergessen hier. Moin Chromix und danke für deinen zweiten Monat. So, dann gehen wir mal zum Jovi, der momentan... Da ist er, da wollte ich hin, die schnellste Runde immer noch hat. Knapp unter 2 Minuten 3 wird mir hier zumindest angezeigt. Ob es tatsächlich stimmt, ist wieder eine andere Geschichte. Und Christian Bardi immer noch am McLaren dran. Gab noch kein Vorbeikommen. Vielleicht kann er das ja über den Boxenstopp machen. Also wenn er keine Reifen wechselt, würde er auf jeden Fall vorbeikommen. Sofern natürlich der McLaren nicht wechselt. Könnte sich aber hinten aus ja, schwierig gestalten, wenn man dann deutlich weniger Grip hat mit den Reifen als der McLaren. Dann kann der wiederum angreifen. 69. Alle wollen sie den Marcel sehen. Aber da passiert ja gar nichts. Immer noch knappe 10 Sekunden hinter dem Duell, wo wir gerade waren. Nach hinten 2,6 Sekunden. Wie gesagt, der Thorsten, da sehen wir ihn im Hintergrund wahrscheinlich gleich. Da oben ist er. Ja, 11 Positionen. Mal sehen, was da noch so geht. Er muss ja noch in die Box. Also wird vielleicht nochmal 1-2 Positionen verlieren. Wir haben eine sehr, sehr große Lücke zwischen 11 und 12. Eine Minute tatsächlich. Also weiter als Platz 11 wird es dann nicht zurückgehen. Ja, aber er fährt jetzt hier rein. Also Pizza wird geliefert. Ah ja, daher die gelbe Flagge, weil man hier sehr langsam ist. So, einmal links, rechts, links, rechts, links. Schönes Geschlängel hier rein. Nicht so schnell in die Boxengasse fahren. Und wir gehen mal zum Chris Finn rein. Ja, Wittmann vorne. 5 Sekunden schon weggefahren. Klar, der profitiert hier von dem Zweikampf. Kann da seine Pace fahren. Hat also auch so ein bisschen Puffer, falls mal was beim Boxenstopp nicht so ganz klappt. Wenn man da vielleicht, ja, nicht richtig steht. Oder vielleicht, ja, nicht weiß, wo man den Pitlimiter reinsetzen muss. Und dann mal 10 Meter früher den Pitlimiter setzt lieber. Und Jovi jetzt auf der 10. Position. Top 10 immerhin. Auch wenn er hier absolut ein Kandidat fürs Podium war. Mal sehen. Aber noch ist ja nicht das Rennen vorbei. Sind erst bei der Hälfte. So, sehen wir jetzt hier einen Angriff. Ja, ich glaube, das wird noch nicht ganz reichen. Oh, aber Schröter, der holt sich jetzt den Kohlschütter. Diesmal ohne Berührung hoffentlich. Jawohl. Auf der Innenseite geht es hier vorbei. Und ja, dann der nächste O-Krug. Der ist hier ja, einige hundert Meter vor ihm. Oder sogar eine Runde. Ich glaube sogar eine Runde. Ja klar, der war ja schon dreimal in der Box, also sogar eine Runde Rückstand. Da wird erstmal nicht so weit oder so viel nach vorne gehen. Im Gegensatz zu hier, fahren wir doch mal ein bisschen Honda mit heute. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht groß gemacht. So, Karlik, gelbe Flagge, dürfte aber nur Boxeneinfahrt sein, wie es auf der Karte aussieht. Hat sich vielleicht hier auch irgendwo eine Strafe geholt oder auch wieder mal eingeplankt, was wir nicht gesehen haben. Ich vermute echt, dass der Marc wenig Flügel fährt. Auch hier der Honda-Kollege kommt nicht wirklich ran, trotz Windschatten. Mal sehen, vielleicht beobachten wir das jetzt mal hier in der kurvigen Sektion. Ob der Chris Finn jetzt hier deutlich rankommt. Ja, gehen wir kurz zu Blume und Suna, glaube ich, rüber. Ah, können wir hier einen Angriff erwarten? Na, Kurve 2. Da wird es doch noch nicht so ganz was.
0,5 Sekunden. Oh nein, der ist schon wieder in der Box. Wo fährt er denn schon wieder rein? Ja, also, es zeigt sich mal wieder. Ohne Strafen, ohne größeren Vorfall. Manchmal kannst du es ja nicht verhindern. Kannst du hier schon allein dadurch gute oder viele Positionen gewinnen. Rosse gerade an Kalik vorbeigegangen. Hier oben auch noch. Eieiei. Hat der Kalik vielleicht einen kleinen Fehler gehabt hier oben? Oh ja, hier musste er nochmal ein bisschen Gas wegnehmen, dass er da nicht einplankt. Verliert ein bisschen Geschwindigkeit. Da kommt der Honda nämlich angeflogen auf der Außenseite. Und da geht er vorbei. Ja, das hat auf jeden Fall funktioniert. Und Chris Fenn jetzt derweil auch vorbeigegangen. Hier auf der letzten Geraden kann er sich vorbeidrücken. Jawohl, endlich hat es mal funktioniert. Aber Kwiatkowiak, ja, kann er nicht wirklich gegenhalten. Damit verliert er jetzt hier die Position. Geht wieder auf die dritte. Von der 1 auf die 3. Ja, das Lugomono hat sich mal nicht so richtig gelohnt. Die gehen ohnehin jetzt beide rein. Aber gut, besser ist... Oh, jetzt geht er ein bisschen weit. Aber alles gut, dreht sich nicht weg. So, was macht Kalik los? Verliert gerade Position gegen Suna. Sein kaputtes Auto. Wissen wir nicht. Also sieht hier so aus, aber muss ja nichts heißen. Beim letzten Boxenstopp stand da länger. Da hat er auf jeden Fall repariert. Aber geht auch wieder rein. Also scheint doch reparieren zu müssen. Oder eine Strafe, eins von beiden. Der hat Eierflattern gehabt. So, jetzt gucken wir mal, wer hier von beiden rauskommt als erstes. Kwiatkowiak haben wir hier und Chris Finn, der hinter dem Mark in der Box steht. Mal gucken, ob er auch als erstes losfährt. So, Kohlschütter müsste das sein, der BMW, der da vorbeifährt. Wittmann auch in der Box. Übrigens, der steht da rechts auch. Habe ich fast übersehen. Nee, Quatsch. Da, der Ferrari. Der dürfte aber als allererstes losfahren, jawohl. Und jetzt gucken wir mal, wer von beiden hier losfährt. Fahren fast gleichzeitig los. Na, der Mark Kwiatkowiak doch ein Stückchen schneller. Und Chris Finn wird jetzt die Position doch wieder verlieren, die er sich gerade mal für 100 Meter da geholt hat. Also, da geht es dann wieder auf Aufholjagd. Abstand jetzt sogar ein bisschen größer geworden. Ja, 6 Sekunden länger jetzt in der Box gewesen. Musste wahrscheinlich doch nochmal ein bisschen was reparieren vielleicht. Jetzt hat er eine gute halbe Stunde Zeit, sich die Position zu holen. So, Hoshi-Blume. Kann er noch ein paar mehr Punkte holen? Könnte vielleicht sogar die Gesamtwertung verlieren erstmal. So groß sind ja die Punkteunterschiede nicht. Ich glaube, ganz vorne sind es 3, dann 2. Irgendwann sind es noch ein Punkt. Also ist nicht so, dass man jetzt hier mit einer Position weiter vorne richtig viele Punkte gut macht. Aber das läppert sich natürlich nach und nach. 19 Rennen fahren wir insgesamt. Also noch richtig straffes Programm. Wir sind heute erst beim dritten. Aber die ersten Grundsteine wurden hier gelegt. So, wir sehen hier weitere Autos in der Box. Kesa und Two Tape sind drin. Damit fehlen nur noch hier momentan die ersten drei. Der Ralf Kwiatkowiak, Plöger und der Christian Buddy. Ich denke mal, es wird auch nicht allzu lange dauern, bis wir die in der Boxengasse sehen. So, mal gucken, ob sich Hoshi-Blume den Suna jetzt mal schnappen kann. Fahren wir mal mit. Nimmt ein bisschen mehr Geschwindigkeit raus aus der vorletzten Kurve. AMG muss jetzt sehr weit innen anfahren, aber hier außenrum wird es meistens auch nichts. Auch die Stadt hier gerade etwas zu kurz, um da anzugreifen. Oh nein, Maniac steht oben in der Skyline rum. Auch da lief das ja schon wieder nicht gut. Rutscht hier weg, rückwärts auch noch. Diesmal kein 360. Oh nein, jetzt muss er erstmal gucken, wie er sich hier dreht. Ich hoffe, der hat halbwegs Platz. Da kommt noch ein Honda vorbei. Jetzt kann er losfahren. Da kommen jetzt aber noch ein, zwei Autos, glaube ich. Ah, aber passt. Sehr schön. So, und Buddy mit einem kleinen Slide hier am Plöger vorbei, der aber in die Box reingefahren ist. Das ist dann keine große Kunst. So, wo ist der Jovi hin? Oh, oh. Oh, oh. Der steht hier ganz blöd. Jetzt hat er ein kleines bisschen Luft. Jetzt macht er Lichthupe, damit das auch alle sehen, dass da was steht. Da kommt jetzt der Führende. Hoffentlich kommt er hier vorbei. Ah, teleportiert sich zurück. Jetzt ist das Rennen leider ja endgültig vorbei. Darf nicht mehr rausfahren. Sehr, sehr schade. Also ähnlich wie gestern bei LFM. Oh nein, der AMG plankt hier gerade volle Kanne ein. Der Suna. Da haben wir richtig hingeschaltet. Also Hoshi-Blume geht jetzt hier vorbei. Wurde zum Glück hier nicht in Mitleidenschaft gerissen. Relativ easy der Gewinn. Aber ich glaube, der AMG, der fährt sich jetzt nicht mehr so geil. Gucken mal hier. Nee, Lenkung scheint nicht mehr zu funktionieren richtig.
Ich fürchte fast, dass der sich auch in die Box teleportiert. Jawohl. Und der Jovi auch schon vom Server runtergegangen. Suna wird wahrscheinlich auch runtergehen, während Schäfer am Plöger vorbei ist, der ja jetzt aus der Box wieder rauskommt. Damit fehlen auch noch die ersten beiden. Ja, also wir nähern uns den 15, die ich so vermutet habe. 18 sind es jetzt noch auf der Strecke. Maniacs jetzt in der Box, weil er aber nochmal rausfährt. Nee, darf er ja glaube ich gar nicht, oder? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ah ne, der ist ja glaube ich zu Ende. Ist er reingefahren? Nee. Auf jeden Fall sind wir noch 17 Autos, also wird immer weniger und weniger. So, Mikowiak vorne in der Box. Gucken, wann Christian Buddy reinkommt. Schauen wir mal. Ist gerade hier in den letzten Kurven unterwegs. Und wenn er reinkommt, dann können wir uns die Boxenstopps noch wieder ausschalten. Aber ich glaube, er bleibt hier links. Nee, habe ich mich getäuscht. Fährt noch weiter, also wird hier der Letzte sein, der in die Box fährt. Mal gucken, wo er nachher wieder rauskommt. 20 waren wir am Anfang, also auch nicht so viele. Aber 4, 5 Autos verliert man hier regelmäßig. So, Buddy kann jetzt mal kurz ein bisschen Führungsluft schnuppern. Hat jetzt erstmal auch kein Auto vor oder hinter sich. Mikowiak steht hier noch. Wittmann müsste eigentlich noch vorbeigehen, der ja vor den Boxenstopps erster war. Hier einer von zwei Ferraris. Der Pizzabote ja auf Position 8 unterwegs. Ja, war schon in der Box und sieht doch gar nicht schlecht aus. Sieht auch nach einem doch sehr, sehr soliden Ergebnis aus hier. So, mal gucken, wo sich jetzt hier zwei Kämpfe auftun. So viel ist ja gerade nicht los. Mag Mikowiak hier auf der 3, 1,5 Sekunden an Wittmann dran. Moin Sascha, danke für dein Raid. Heute wieder Raid-Abend bei mir. Sehr schön. Du bist wieder LFM gefahren. Hoffe, lief heute gut. Und moin Timo. Tod und Verderben. Ja, bisschen Tod und Verderben haben wir heute schon gesehen hier am Rennen. 40 Minuten haben wir gleich hinter uns, 20 bleiben jetzt noch. Also mal gucken, was noch so geht, wann Christian Buddy reinkommt. Oh, haben wir hier hinten? Ah, doch nix. So, also, Wittmann, Mikowiak und Finn, das sind auf jeden Fall die, die hier ums Podium kämpfen werden wahrscheinlich. Mal gucken, wer jetzt hier wem nochmal gefährlich wird. Chris Finn hatte ja den Mark überholt kurz vor der Boxeneinfahrt, aber musste ein bisschen länger stehen. Dementsprechend Chris Finn jetzt doch nur auf ja, der dritten Position dann gleich wieder. So, was haben wir hier? DTs für die 36 zweimal sogar. Oh, der Kohlschütter war das. Der hat schon sich zwei DTs geholt, war damit insgesamt viermal in der Box. Einmal regulär wahrscheinlich, einmal repariert oder auch zweimal repariert, wissen wir nicht so ganz. Ja, also, nicht, also hat sie insgesamt zwei DTs geholt, jetzt nicht zwei auf einmal. Ja, wahrscheinlich bei der DT, war zu schnell und dann nächste Runde gleich wieder reingefahren. Huch, genau. Ein Rennen war eine Vollkatastrophe. Ist etwas bar gefahren. Da hatte ja der eine oder andere heute nicht so viel Glück, muss man sagen. Ich weiß nicht, was Watkins Glen ist. Ja, eine sehr, sehr geile Strecke. Aber die Schikane, die kann auch mal gefährlich werden. Aber sonst die Strecke doch eigentlich sehr gut für Zweikämpfe, auch wenn man da nicht immer ganz überholen kann. Aber ja, wenig harte Anbremszonen auf der Strecke. Von daher immer sehr ähnliche Geschwindigkeiten zwischen den Autos. Zu schnell gibt eine SG30. Aber ich weiß nicht, wofür die sich sonst geholt haben sollte, die DT. Ich weiß, wo man sich hier 4 Cuts holen sollte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall musste er jetzt schon zweimal zur Strafe antreten. Vielleicht war es auch durch die Reko. Ich habe das, kann den Chat ja leider nicht sehen, weil eine Reko haben wir ja auch wahrscheinlich dadurch. Könnte ich mir vorstellen. Da könntest du recht haben. Fährt der Suna mit Tastatur? Mir schwant sowas noch irgendwann aus der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber könnte sein. Wo ist er denn gerade? Ist er noch unterwegs? Nee. Der AMG, genau, der war ja hier oben auch eingeplankt. Der ist, genau, vom Server gegangen. So, aber Chris Finn hat sich jetzt hier wieder richtig schön ranfahren können. Und die beiden an Wittmann halbwegs dran. Und da gibt es den Rutscher und er reagiert hier sensationell, würde ich fast sagen. Hätte fast sogar rechts vorbeifahren können, aber ich glaube, der war froh, dass er überhaupt nicht hier eingefahren ist. Und da vorne ist der Ferrari. Also die ersten drei hier ganz, ganz dicht zusammen. Wann kommt Christian Buddy rein? Das ist die Frage. Und wo ordnet er sich ein?
Patrick Schröter schon wieder mit einer gelben Flagge, aber das lassen wir jetzt mal. Den haben wir oft genug neben der Strecke gesehen. Konzentrieren uns mal hier und der Ferrari wurde gerade überholt. Einfach mal hier auf der Geraden. Aber ich weiß nicht, Kubiak, der hat doch keinen Flügel drauf, oder? Oder warum ist Wittmann so langsam? Hat der Schaden? Der hat Schaden! Ach du Scheiße. Der ist auch irgendwo in die Wand reingefahren und da scheint das auch nicht mehr so dolle zu gehen. Gucken wir mal auf die Lenkung. Ja, die ist schief, glaube ich, oder? Wissen wir nicht ganz. Auf jeden Fall muss er jetzt rein und ja, wie gesagt, wie gestern, wieder einer, der hier ums Podium kämpft und irgendwo in die Wand fährt und reparieren muss. Er wird wahrscheinlich zumindest mal weiterfahren können, sich noch ein paar Punkte holen können. Jetzt gehen ja nur zwei Autos, die noch auf der Strecke sind, leer aus. Damit haben wir Chris Finn hinter Mark Mikowiak. Der Chris der Buddy bleibt immer noch draußen. Interessante Taktik. Bleibt deutlich länger draußen als alle anderen. Also Wittmann in der Box, Kohlschütter schon wieder in der Box. Hoffen wir, dass er nicht noch eine Strafe hat. Ja, Mittelfeld jetzt nicht so super spannend. Wir können gleich nochmal einen kleinen Durchlauf machen. Dass wir hier die restlichen 17 Positionen alle nochmal ins Bild bekommen. Was macht Steffen? Oh, Steffen steht da rum. Was hat er angestellt? Ah, Klassiker hier. Dieses kleine Loch und dann wird das Heck sehr, sehr leicht. Und dann rutscht er weg. Und Schäfer gerade an Wittmann vorbei, weil der ja genau in der Box steht. Der wird also richtig durchgereicht, wie wir hier sehen. Ja, ist anzunehmen. So, Schröter schon wieder gelb. Lassen wir jetzt aber mal. Marcel Arndt profitiert auch noch hier und Käser geht vorbei. Also, der Pizzalieferant. Da dürfte die Pizza heute schmecken. Wir sehen es hier. 12 Positionen ging es nach vorne. Hat sich wahrscheinlich hier aus allem raushalten können. Einfach gefahren. War, glaube ich, auch nur ja, einmal in der Box. Und hat auch eine sehr normale Standzeit hier. Knapp über 30 Sekunden. Also, solides Rennen. Wie gesagt, hier sauber durchfahren. Und man kommt schon mal ein ganzes Stück nach vorne. So, Chris Finn, der kommt vielleicht auch mal noch nach vorne. 4 Positionen hat er ja schon gewonnen. Aber der muss sich das eher hier hart erarbeiten. Den Audi, sage ich schon, den Honda kann er schon fast nicht mehr sehen. Den sieht er hier schon das ganze Rennen. Und jetzt ist Christian Buddy drin. Ja, bin ich mal gespannt, wo er rauskommt. Müsste na, Platz 5 sowas sein. Da haben wir 40 Sekunden Abstand. Ich weiß nicht, wie lange er jetzt in der Box brauchen wird. Schauen wir gleich mal. So, Ukrug steht irgendwo in der Chase rum. Was ist denn da passiert? Ups, bisschen in den Körper zu viel mitgenommen. Auch nur ganz leicht unruhig geworden, das Auto. Aber es reicht da an der Stelle schon. Und dann, ja, geht es hier zumindest mal ganz kurz zum Picknicken auf die Wiese. Ist aber immer noch auf der 12. Position unterwegs. Rosse, der schleppt sich hier auch wieder in die Box. So, Christopher in die Box, genau. Und wir gehen wieder zu Chris Finn. Hoffentlich hält der Stream diesmal. Ich weiß nicht, letztes Mal irgendwie, letzte Viertelstunde war dann irgendwie doch nicht mehr drauf. Sehr schade eigentlich. Aber hier mal wieder Chris Finn im Zweikampf. Jetzt langsam in der Schlussphase. Letzte Viertelstunde bricht an. Und die ja, Wetterbedingungen sind quasi konstant geblieben. Immer noch 15 Grad Strecke und Lufttemperatur. Während der Maniacs hier Kurve 1 rumsteht. Ja, sein Rennen ist ja auch gelaufen. Und da musste irgendeiner ausweichen. Ich glaube, der Buddy war das. Eieiei, ich glaube, der kam sogar gerade aus der Box raus, oder? Ja, kam aus der Box raus und zack, sieht da ein BMW vor sich. Ja, nein, da ist auch noch eingeschlagen. Das haben wir gar nicht gesehen. Ah, das ist Mist. Aber auf der 4. Position ist er rausgekommen, also sogar noch besser als erwartet. Ah, das ist richtig Mist für ihn jetzt. Nicht, dass er nicht zu Ende fahren kann. Der hätte sonst hier auch ein richtig gutes Ergebnis holen können. Also immer hier locker in den Top 10 dabei. Die letzten beiden Rennen, wie gesagt, hier auch schon 11 Positionen gewonnen. Und ja, ich fürchte fast, er wird es wahrscheinlich versuchen. Gucken wir uns das Auto mal an. Motorhaube ist auf, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Aber ich fürchte mal, der Schäfer und der Plöger, die sind jeweils nur so 2,5 Sekunden weg. Die werden wir wahrscheinlich nochmal aufholen können. Ja, ist wirklich Survival of the Fittest heute. Gefühlt eine Handvoll Autos nur, die hier nochmal durchfährt. Mal gucken, was die vorne nachher vielleicht im Interview erzählen, wenn sie denn kommen sollten, auf jeden Fall. Da hätten wir ja schon wieder mal die Kmikowiaks im Interview beide. Hatten wir, glaube ich, ich weiß, im ersten Rennen oder im zweiten auch schon. Und den Chris Finn, der mich hoffentlich hier übermitteln kann, dass ich ihn auch die letzten paar Minuten hier im Stream habe. Hoffentlich noch mit Überholmanöver. Zumindest aus seiner Sicht. So, da kommt einer aus der Box raus.
Platz 14 ist das hier, glaube ich, der Steffen Rosse. Achso, Warwolf und Asphaltdom, danke für eure Follows. Hier bei der ganzen Rennaction schon wieder missachtet. Und auf der 7, ja, da passiert gar nicht viel. 8 Sekunden nach vorne, 7 nach hinten. Und ja, Buddy verliert natürlich hier Zehntel um Zehntel auf der 4. Da sehen wir es nur noch 1,5 Sekunden. So, mal gucken, ob der Rosse hier die anderen hier vorbeilassen kann, die beiden Hondas. Ja, oben auf der Skyline, da kann man vielleicht ein bisschen Platz machen. Nach diesem kleinen Hügel, wo man so vorher schon links einlenkt, damit man da so rüberfliegt. Nämlich genau die nächste Kurve. Also nach der hier. Vielleicht kann man hier ein bisschen zur Seite fahren und die Hondas vorbeilassen. Ansonsten, wie gesagt, auf der Geraden. Ja, blinkt links und die anderen können da vorbeifahren. Aber nur eine Honda kommt vorbei. Der hintere, ja, kann jetzt vorbeigehen, weil Steffen Rosse geradeaus geht. Auch ein Honda übrigens. Und jetzt ist Schäfer dran am Buddy, der sich hier nochmal verteidigen kann vor Kurve 2. Und Schäfer geht da ein bisschen weit. Oh, da könnte der Lexus jetzt nochmal gefährlich werden, der Patrick Plöger. Wir gehen mal ein Auto zurück. Da ist er nämlich, kommt hier mit deutlich mehr Geschwindigkeit natürlich um die Ecke. Aber hier ist das sehr, sehr schwer zu überholen. Oh, es geht aber wieder weit und mal gucken, ob der Lexus jetzt vorbeikommt oder ob der McLaren vorne bleibt. Oh, Side by Side, das sieht man nicht so gerne. Der Lexus geht auch wieder dahinter. Pulschütter schon wieder irgendwo mit einer gelben Flagge, schon wieder in der Chase. Wir bleiben aber bei dem Zweikampf. Und Chris Finn ist ja irgendwo vorbeigegangen. Was ist denn da passiert? Oh, haben wir leider gar nicht mitbekommen. War das vielleicht beim Überrunden? Habe ich gar nicht gesehen hier vor lauter Hondas. Auf jeden Fall Chris Finn jetzt auf der ersten Position. Und Marc Mikowiak auf der 2. Und der Ralf Mikowiak auf der 3. So, jetzt hat sich hier geordnet. Also mal gucken, ob die Abstände jetzt größer werden für die letzten paar Minuten. Auf jeden Fall haben wir hier in 5 Sekunden wieder das Live-Bild. Und noch einen halbwegs schönen Zweikampf hier. Ah, Anfang der Runde ist er vorbei. Okay, danke. Siehst du, hast du nicht mal so viele Autos auf der Strecke und trotzdem kriege ich das nicht mit hier. So, Buddy hält sich auf der 4. Position. Der Lexus hier auch vorbeigekommen jetzt inzwischen. Am Marcel Arndt. Nee, Quatsch. Am Schäfer wollte er vorbei. Marcel Arndt ist jetzt rangekommen, so rum. Wollen hier mal keine Tatsachen verdrehen. So viel zur Übersicht hier. Hoshi Blume 1,6 Sekunden an Two-Tape dran. Also potenziell ist hier noch so ein bisschen was drin. Bin mal gespannt. Bin auch auf die Gesamtwertung gespannt dann. Da wird sich ja noch so einiges tun. Eine oder andere doch eher weiter hinten. Jetzt gelandet. Zum Teil sogar ohne Punkte wahrscheinlich. Ja. Der Jovi wird sich keine Punkte holen zum Beispiel. Auch der Suna nicht. Und Chris Konrad nicht. Und habe ich noch irgendeinen vergessen? Glaube nicht. Pizza ist on fire. Hoffentlich verbrennt die Pizza hier nicht. Aber wir sehen es hier an den Zeiten. Also an den Abständen links. Das zieht sich hier doch so ein bisschen zusammen jetzt gerade mal. Das könnte Christian Buddy vielleicht in die Hände spielen, wenn Patrick Plöger und Schäfer nochmal in Zweikampf kommen. Ach nee, Marcel Arndt ist ja dahinter. Was erzähle ich denn da? Wer ist denn der BMW dahinter? Ist das der Maniacs? Ah, der Maniacs, siehst du. Aber Marcel Arndt kann ja vielleicht noch ein bisschen verkürzen, wird aber knapp. Da muss hier vorne schon was passieren und komm, sag ich, geht der Schäfer hier in die Wand rein. Und der Lexus und der BMW passen auf jeden Fall auf. Oh, oh. Ja, ich denke mal, der wird die Position hier locker jetzt verlieren. Schröter steht, oh, unten in der Bentley-Kurve. Da kommen sie jetzt gleich hin. Hoffentlich kann Schröter da jetzt sofort wegfahren. Die 292 steht da nämlich jetzt da gleich in der Linkskurve. Ist aber jetzt schon weggegangen in die Box. Wird also jetzt auch keine Punkte mitnehmen. Oh, der Honda macht mal Wallride hier. Der Honda, sei schon, der Audi macht mal ordentlich Wallride. Ja, Christian Buddy, das Auto ist jetzt komplett dahin. Ah, oh, super schade. Platz 4 wäre ja absolut drin gewesen. Aber wir haben ja auch gesehen, dahinter der McLaren leicht eingeplankt. Aber reicht doch, um hier vorbeizugehen. Plöger wird jetzt auch noch vorbeiziehen. Da passiert es jetzt. Maniacs wird sich vielleicht auch nochmal zurückrunden. Nicht, dass es dahinter jetzt auch nochmal einen Unfall gibt. Ne, BMW geht vorbei. Ah, schade. Platz 6. Und jetzt stimmt's aber hier. Marcel Arndt im Ferrari. Jetzt aber rangekommen auf jeden Fall. Der ist gern Schrott. Ja, rollen tut er auf jeden Fall noch. Ah, der wird jetzt hier abbiegen.
Ja, mal gucken, wo er rauskommt. Kesa wird auf jeden Fall vorbeigehen. Der ist ja nur ein paar Sekunden dahinter. Blume 23 wird vorbeigehen. Two-Tape wahrscheinlich auch noch. Mal gucken, Wittmann, der hier auch um den Sieg gekämpft hätte. Nur noch auf der 11 unterwegs. Ja, hier bleibt es den wenigstens wenigen Leuten, sagen wir es so, bleibt es hier verschont, extra Boxenstopps einzulegen. Also, ja, die ersten 10, also ungefähr die Hälfte des Feldes, ist bis jetzt mit einem Boxenstopp durchgekommen. Da lief es also halbwegs. Last Man Standing, genau. Last Car Driving müsste das wahrscheinlich eher heißen. Ja, vorne tut sich nichts, also nichts, was uns interessiert groß. Die Abstände werden eher größer. Deswegen bleiben wir mal hier beim Lexus, der hier den leicht demolierten McLaren vielleicht nochmal gefährlich werden kann. Und gleiche Stelle, schon wieder der McLaren rein. Also ein-, zweimal noch und dann ist das Auto auch nicht mehr groß fahrbar. So, aber Schäfer wird, denke ich mal, auf der nächsten Geraden vorbeigehen. Das hat er jetzt ja selber gesehen, dass der Vordermann zweimal eingeplankt ist. Und da wird er jetzt die Ruhe bewahren und auf der Geraden vorbeigehen. Ah, da ist ja der Patrick. Ja, bist auch nicht der Einzige. Einige Autos waren hier schon ein paar Mal in der Box zum Reparieren. Ein paar Durchfahrtsstrafen, Stop-and-Goes hatten wir. Sind auch schon drei Autos leider vom Server runter. Wir begnügen uns jetzt hier noch vielleicht mit dem letzten Duell auf der Strecke. Und mal gucken, ob der Lexus tatsächlich vorbeikommt. Ja, der Maniacs dahinter, der BMW, der hier deutlich zurückliegt. Ein paar Runden, glaube ich sogar. Ja, drei, vier Runden müsste er hinter diesem Duell sein. Muss sich natürlich zurückhalten. Für ihn geht es ja eh um nichts mehr groß in dem Rennen. Einen Punkt wird er sich noch holen. Ja, und der Lexus ist tatsächlich doch nicht vorbeigekommen. Oh, was ist mit Two-Tape? Oh, ist der Lexus ein bisschen weit gegangen. Und Two-Tape jetzt hier auch, glaube ich, nochmal in der Wand gewesen. Eieiei. Hier der Teamkollege, glaube ich, von Maniacs müsste das sein. Laut Livery jedenfalls. So, da geht's aber weiter. Und Ruheschütter. Ja, der auch kein optimales Rennen, auch schon fünfmal in der Box gewesen. Öfters musste er reparieren. Aber er fährt weiter und dadurch hat er hier schon vier Positionen gewonnen. Ja, mit einem Punkt wird es trotzdem nicht belohnt. Aber trotzdem von ganz hinten gestartet und momentan auf der 16 unterwegs. Nur mal kurz auf dem Gras gewesen. Ja, und dann gucken wir jetzt mal. Also der McLaren ist noch ganz gut unterwegs. Weiß nicht, ob wir das vielleicht in der Cockpit-Perspektive sehen, ob die Lenkung noch halbwegs stimmt. Oh, sieht noch halbwegs aus. Aber lässt sich auch immer schwer beurteilen. So, wen laufen die da jetzt auf? Oh, der macht aber ordentlich Platz. Ach, das ist Ruheschütter. Der macht da mal richtig Platz hier für die drei. Ja, Kohlschütter war schon öfters auch neben der Strecke. Haben wir gesehen, apropos neben der Strecke, der McLaren hier oben schon wieder mit Problemen. Diesmal kein Einschlag und er kann die Position weiterhalten. Also der Ralf, der hatte richtig gut zu tun. Ich glaube, der ist froh, wenn er hier Position 4 holt. Aber einmal noch in die Wand, dann glaube ich, wird es langsam kritisch mit dem Fahrzeug. Marcel Arndt auf der 6 mit 4 Sekunden dahinter. Ja, kann jetzt auch nicht mehr wirklich gefährlich werden. Außer hier vorne passiert noch was. So, Christian Bardi wieder on track. Und schon wieder in der Wand. Ach du Scheiße. Ich wollte gerade sagen, gerade an Kalec dran gewesen, eine Sekunde. Ah, der wird sich super ärgern. Ja, ganz hart angefangen, als er aus der Box kam und da ein BMW vor ihm war und er ausweichen musste und dann, ja, sehr hektisch lenken musste und in die Wand ging. Da kann man ihm jetzt keinen Vorwurf, glaube ich, draus machen. Also ganz sicher nicht. Also, ja, aus eigener Kraft wäre deutlich weiter vorne gewesen. Sehr, sehr schade. So, was haben wir noch? 6 Minuten. Also 3, 4 Runden sowas um den Dreh müssten es noch sein. Schnellste Runde hatte wahrscheinlich der Herr Jovi immer noch. Ist aber nicht mehr auf dem Server, deswegen haben wir hier gerade keine Anzeige. Hat aber keiner mehr nachlegen können jetzt nach den Boxenstopps. Ruheschütter, ja, zeige ich dir. Der gerade off-track unterwegs ist. Da müssen wir mal beachten, der Schaden, der hier zu sehen ist, der muss nicht tatsächlich vorhanden sein. Aber scheint vorhanden zu sein, fährt jetzt wieder in die Box rein.
Gibt ja diesen schönen Anzeigefehler hier, auch wenn man repariert. Danach scheint das hier noch beschädigt zu sein, außer es gibt nochmal irgendwo eine kleine Kollision. Dann aktualisiert sich die Kollisionsabfrage und zack, ist das Auto wieder heil. Und das Licht auch wieder an. Das haben wir bei den 12 Stunden bei LFM gesehen. Da haben wir das ja festgestellt. Doch, der ist da, ja. Da in die Box fährt, können wir davon ausgehen. Also der Ralf Schäfer, der beeindruckt mich ein kleines bisschen. Wie er hier den Lexus hinter sich hält, selbst auf der Geraden. Und da ist der Lexus ja eigentlich doch recht stark. Jetzt weiß ich nicht, ob der Lexus vielleicht auch schon einen Schaden hat, was wir nicht gesehen haben. Dass er vielleicht ein bisschen Topspeed verloren hat. Aber schon sehr, sehr viele Runden bleibt er dahinter. So, kommen wir diesmal hier heil über den Berg rüber. Sieht ganz gut aus bis jetzt. Aber die Kurve kommt hier noch. Die ist auch relativ tricky. Aber das funktioniert hier. Ah, der Maniacs war das, meinst du? Der hier. Ja, könnte sein. Der oder Kohlschütter. Auf jeden Fall war es die Lackierung. Ja, stimmt. So, Wittmann holt sich vielleicht auch nochmal eine Position. Top 10 immerhin noch. Vielleicht wird es ja nochmal Position 9. Danach wird es, glaube ich, nicht weiter nach vorne gehen. Also, Bathurst at its best, würde ich mal sagen. Sehr, sehr viel Blechschäden. Die ersten 9 sind mit einem Boxenstopp durchgekommen, plus Platz 11. Aber auch unter den ersten 9 standen einige ein bisschen länger. Also die nicht so lange standen, waren auf jeden Fall Ralf Mikowiak, Mark Mikowiak. Während... na toll, immer wenn ich gerade nicht hingucke. Ist der Blöger jetzt auf die 4 gegangen und Schäfer dahinter. Habt ihr ja gesehen. Aber ich wollte gerade gucken, wer hier wahrscheinlich ohne Schaden durchgekommen ist. Also die beiden Kmikowiaks 2 und 3. Marcel Arndt, glaube ich, auch. Der stand nur ein bisschen über 30 Sekunden. Genauso wie Thorsten Käser. Dann wird es aber auch schon dünn. So die, mit die einzigen Autos, fast, würde ich sagen. So wie ich das beurteilen kann, die hier ohne größere Schäden durchgefahren sind. Also 4 von 20. Das ist keine sehr gute Note. Schäfer, was? Schäfer? Ja. So, da. Ah, kriegen wir es vielleicht nochmal in 30 Sekunden gleich nochmal zurückgehen. Oh, jetzt hat er wieder umgeschaltet hier. So, aber da habt ihr es eben gesehen, wie der Lexus vorbeigegangen ist. Und Felix Arndt jetzt hier, Felix Arndt sage ich schon wieder, Marcel Arndt natürlich, jetzt hier auch noch vorbeigezogen wahrscheinlich. Oder sehr sicher sogar. Ja, hier auf der Innenseite geht er vorbei. Ja, ich hab's ja gesagt, ein, zwei Berührungen noch und dann wird das schwierig mit dem McLaren. Der jetzt hier noch auf der 6. Position ist. Und Marcel genau auf der 5 unterwegs. Auch er hier, wie gesagt, wahrscheinlich ohne Schaden groß durchgekommen. Also wenn, war es nur minimal. Thorsten Käser geht noch am McLaren vorbei. Hoshi Blume ebenso. Achso, ja, der steht jetzt hier. Und nein, 2 Minuten vor Schluss teleportiert er sich wahrscheinlich zurück, oder? Versucht er irgendwie noch weiterzufahren. Mark Wittmann könnte jetzt doch nochmal vorbeikommen am Schäfer. Ja, wird er jetzt auch. Ja, Platz 8 siehst du wohl. Am Two-Tape ist er nämlich auch schon vorbei. Naja, das ging dann noch ein bisschen besser aus das Rennen als erwartet, nachdem er da offenbar irgendwo eingeplankt ist. Aber trotzdem, der hätte hier um den Sieg fahren können. Wird da relativ enttäuscht sein. So, Chris Fenn haben wir auf der 1. Gehen wir nochmal zu Hoshi Blume. Ja, der muss ja auch reparieren hier. Ja, 2 Minuten vor Schluss. Und genau, da seht ihr es jetzt links rot hinterlegt. In die Box teleportiert. Also Kohlschütter der Einzige, der noch aktiv fährt, der hier ohne Punkte rausgeht. Stand jetzt jedenfalls, wird sich aber auch nichts groß ändern. Der hat ein, zwei Runden Rückstand auf die nächste Position. Und da werden sich noch einige freuen. Karlik geht gerade vorbei, Christian Buddy wird vorbeigehen, Steffen Rosse, Maniacs und... ne, Kohlschütter wird ja auch nochmal nach vorne gehen, also nimmt er doch noch einen Punkt mit. Auf der 15. Ja, nach der ganzen Aufregung hat es sich jetzt hier gelegt. Ihr seht die Abstände auf der Karte, könnt ihr es sehen. Alles... Ja, mit ein bisschen Luft zwischen den Autos. Was macht Thorsten Käser jetzt noch in der letzten Runde oder vorletzten Runde? Fliegt hier. Oh nein, erste Kurve rutscht da weg und da geht's auch nochmal in die Wand rein. Also der Wittmann hat aber auch ein bisschen Glück hier. Kommt jetzt gerade hier am BMW vorbei. Und da hören wir es, Chris Finn geht jetzt in die letzte Runde, 30 Sekunden noch auf der Uhr. Junge, Junge, Junge. Was ein Rennen hier.
Ja, da können wir froh sein, dass das in Wirklichkeit nicht immer ganz so schlimm aussieht. Also was wir heute hier an Material und Geld verbrannt haben, das kannst du kaum beziffern hier. Ja, noch grüner Lack von gestern, genau. So, gucken, ob Two-Tape jetzt noch am Käser vorbeikommt. Sehr wahrscheinlich. Hier sind wir gerade live dabei. Außenrum auch nochmal auf die 8. Position. Sehr schön. Ja, wir sehen hier, selbst bis zur letzten Minute kann man hier noch Position gewinnen. Durch die Fehler der anderen. Aber ich glaube mal, für die letzten paar Meter bleiben wir jetzt mal auf dem Führenden. Hat er sich hart erkämpft, muss man sagen. Von der 7 gestartet auf die 1. Ganz ein starkes Rennen. Hat er da viel mit dem Marc zu tun, der hier auf der 2. Position fährt. Wieso steht hier minus 1? Ach doch, das ist schon, der war ja von vorne gestartet, richtig. Und 2 Positionen nach vorne ging es hier für den Ralf Klimkowiak. Ne, das war ein AMG gestern. Vom Linus und vom Lukas. Beim LFM Endurance gestern auf Bathurst. Ja, immer noch 15 Grad, also hat sich gar nichts getan, was das Wetter angeht, was die Strecke angeht. So, wir wollten ja zum Führenden gehen. Wir haben, ja, an sich noch 15 aktive Autos auf der Strecke. 3 sind vom Server, 2 stehen schon in der Box. Und wir beglückwünschen den Chris, den wir jetzt hier auch wieder im Stream haben, auch am Ende. Und heute sogar hier mitten im Sieg, holt sich hier die volle Punktzahl von, ich glaube 30 Punkten müssten das sein. Also ein Honda und auf Platz 2 ebenfalls ein Honda. Ja, konnte ihn leider nicht ganz zurückhalten, aber schönes Duell da, muss man sagen. Einmal noch links rum. Und dann gucken wir mal. Ich denke mal, die werden auch alle zum Interview gleich kommen. Mal gucken, was die so zu erzählen haben. Hier kommt der Ralf Klimkowiak auf der 3. Position. Dann irgendwann kommt noch der Lexus. Der ist erstmal hier unten noch am Berg. Dauert noch einen Moment. Im Ziel haben wir auf jeden Fall Steffen Rosse schon. Hier wird fleißig geparkt auf der 13. Mal gucken, wer ist noch im Ziel schon. Thorsten Käser hier auf der 9. Position. Gucken, wer noch als nächstes kommt. Das müsste der Okrug sein. Was macht Karlik denn jetzt noch? Der genießt nochmal die Aussicht, aber das Rennen ist doch noch gar nicht vorbei. Muss doch noch einmal den Berg runterfahren. Ja, Christian Badi gewinnt jetzt auch nochmal eine Position. Ja, würde er sich nur mäßig drüber freuen, nehme ich mal an. Was ein Chaos hier. Gaststarter, ja, an sich schon. Also Ersatzfahrer quasi, wenn hier nicht genügend Leute mitfahren von den Stammfahrern. Nicht? Ich dachte, man könnte hier als Ersatzfahrer mitfahren. Ist doch bei jedem anders. So, also Marcel Arndt, genau, wo ist der Lexus? Im Ziel. Und Marcel Arndt hier auf der 5 mit 14 Positionsgewinnen. Sehr, sehr gutes Rennen. Dann haben wir Hoshi Blume auch gerade auf dem Weg. Ja, Ersatzfahrer, siehste. Auf dem Weg zum Ziel. Ja, ist doch fast das Gleiche. Auffüllfahrer. So, Wittmann haben wir auf der 7. Hier im Ferrari. Nur Platz 7, muss man sagen. Auch sehr, sehr schade. Two-Tape hier auf der 8. Von der 16 gestartet. Also eigentlich auch ein ganz gutes Rennen. Zumindest was die Positionsgewinne angeht. Und dann dürften wir so ziemlich alle drin haben. Jawohl. Also, gehen wir mal ins Studio und warten mal, wer gleich ja, zum Interview vielleicht reinkommt. So, da sind wir. Mal hier auf Fahren klicken. Ah, hier sehen wir den Chat. In-Game-Chat. Und dann schauen wir mal, wen wir hier gleich sehen werden. Muss ich mal einen richtigen Discord finden. Schon mal einen Discord-Kanal aufmachen, damit ihr auch was hört. Ja, Christian, da haben wir mitgefiebert. Platz 4 wäre absolut drin gewesen, ne? Sehr, sehr schade, da dass du ausweichen musstest und dann da nach der ersten Kurve in die Wand bist. Da hat das ganze Unheil angefangen, leider. Hallo. Hallo. So. Glückwunsch, Chris. Da haben wir schon 2. Da hört ihr schon. Kannst du mal deinem Teamkollegen sagen, nicht so zu kämpfen? Ja. Genau. Ich weiß nicht, kommt der Marc gleich auch noch? Wahrscheinlich. Ja, da ist er schon, siehst du. Guck mal, so schnell geht das, Leute. Moin. Sehr schön. So, im Stream sollte man euch auch hören. Ja, erstmal Glückwunsch an euch. War ein interessantes Rennen. Also ich glaube, es gab nicht mal eine Handvoll Autos, die hier nahezu ohne Schaden durchgefahren sind. Gab sehr, sehr viel Blechschäden. Einige vom Server gegangen.
Ja, vorne haben sich leider auch ein paar verabschiedet, die da gut mit hätten fahren können. Der Jovi und der Wittmann unter anderem. Aber wir haben ein schönes Duell Ja. gesehen zwischen den beiden Hondas. Chris Finn hier auch am Start. Hat gewonnen tatsächlich. Und ich habe dich auch im Stream die letzten paar Minuten. Also Okay. Glückwunsch. Und ja, hast dich ja ordentlich die Zähne, glaube ich, ausgebissen am Mark, ne? Also Marc war sehr anstrengend. Also es war ja. Sehr anstrengend. Und sorry, Marc, für die Berührung. Alles gut. Aber du hast das eine Mal, da war das Schild weg gewesen und ich glaube, du hast sehr früh gebremst gehabt und das hat Ja, mich genau. sehr off guard gecatcht gehabt. Deswegen, da habe ich gerade Ich so den Slide noch halten können. habe das 150er-Schild gesucht. Es Ah. war nicht da und ich denke, oh nein. Ja, dann. Aber du hast mich schon Deswegen vorbeigelassen. sorry Alles für gut. die Ja, alles gut. Berührung. Es ging auch vom Schaden. 3 Sekunden waren es. Also. Ja, war, da habe ich nicht mit gerechnet, dass es so früh dann Das bremst. Rennen war für die Tonne. Ich bin so unkonstant und unkonzentriert gefahren. Keine Ahnung. Das war so ekelhaft, weil das so viel langsamer warst, aber dein Honda auf den Geraden so schnell ist. Oh Mann, ey, das hat mich so geärgert. Ja, da habt ihr gerade den Wittmann gehört. Übrigens, das ist der Ferrari. Das ist eine andere Marke. Ja. Ja, Ah, GG, Leute. ansonsten, GG, Guys. ja, wie seid ihr mit der Dunkelheit GG. zurechtgekommen? Regen hatten wir ja nicht und Streckentemperatur blieb ja alles konstant, ne? Also. Es war dunkel. Dunkel, ja. Und full Flug, wenn vor mir irgendjemand irgendwas getrieben hat oder Staub. Also, als ich hinter Marc gefahren bin, also hinter dem anderen Honda, ich habe eigentlich nichts gesehen. Kein Bremspunkt, kein nix. Ja, kann ich bestätigen. Ja, sehr, sehr schwierig. Bei mir kam dann noch dazu, dass ich leicht in die Wand eingeschlagen bin. Ich konnte aber weiterfahren und dann waren meine Lichter kaputt und immer wenn ich gebremst habe, war dunkel gewesen. Ach du Und Scheiße. oh, das war super ekelhaft dann. Und du bist oben auf dem Berg einmal abgeflogen, ne? Da bin ich Ja, schon genau. Ja. extrem an euch rangeflogen und da bist du irgendwie links rüber. Ich dachte, was ist denn jetzt kaputt? Da fliegt ein Ja. Auto. Ja, das war ich gewesen. Da hatte ich beim Anbremsen in die Bergab, habe ich das Heck leicht verloren gehabt und ja, dann musste ich in die Pits. Ja, mussten War einige. ärgerlich. Ein Fehler und das war der Rennsieg dann. Ja, leider. Ja. Ja, hier Zelt durchkommen, ne? Ja, den habe ich mir Ja, dann mit Marc absolut. ausgemacht. Ah, nee, ich habe nachher gesehen, ich bin nur, irgendwann nochmal rangekommen und dann waren es aber wieder 4 Sekunden. Dann habe ich Tempo rausgenommen und habe dich fahren lassen. Ja, war auch besser so. War für den Chris dann auch entspannter, ne? Ja, weil ich habe dann irgendwann das Delta nur noch gejagt. Na, ich gedacht so, jetzt musst du mal gucken, was hinter dir passiert. Und dann habe ich gemerkt, okay, er nimmt das Tempo raus, jetzt können wir easy machen, bringen das Ding nach Hause. Ja. Also GG auf jeden Fall an Marc und Chris, GZ zum Win. Danke. Und ich gehe mal gerade noch hoch zu den anderen. Ja, GG, Guys. Genau. Ja, selbst in den letzten Runden haben wir noch ein paar gesehen, die neben der Strecke waren und eingeplankt sind. Einige hatten auch Pech. Weiß gar nicht, war es einer von euch, der noch getroffen Hoshi wurde Blume. oben? Hoshi Blume Genau, der wurde noch wurde getroffen oben. beim Start ein bisschen blöd getroffen. Ja. Und das war dann, eigentlich wäre er ja vor mir gewesen. Er hat mir nur beim Start dann die Position vererbt, weil ich ja neben Ralf stand. Bloß Ralf hatte dann so ein Sandwich von Hondas hinter sich. Das war, glaube ich, Ja, für ihn ich so hab, das Beste. ich denk, lasse fahren. Ich habe 3 Plätze verloren beim Start, aber ich denke, lass ihn nur mal fahren. Aber Genau, hat ja durchkommen. geklappt, ne? Hat funktioniert, Eben absolut. durchkommen reicht, ne? Genau. Nur beim Stopp war Marc wieder vor mir. Da habe ich gedacht, oh nee, geht das schon wieder los? Ich wollte erst die Reifen wechseln. Du hast gewechselt, oder? Reifen? Ja, ich musste. Meine waren so Knülle, weil ich mich einmal Ja. wie hier voll verbremst habe, wo ich dich da fast abgeräumt habe. Ja, ich Dann hab's war der vorbei. ausgeschaltet. Ich dachte, komm, dann holst du was halt raus, weil ich eh 3 Sekunden Schaden reparieren lassen musste. Ja. Ja, wird der Naja. Gesamtwertung einiges tun, ne? Einige da vorne haben ja heute ordentlich federn lassen müssen. Ja, Können wir mal so gespannt schön. sein. Nee, ich will P3 haben. Also Buddy muss jetzt den Platz räumen auf P3. Ja, der hatte leider Pech, der wäre locker Vierter geworden. Ja. Der hatte ein Ich bisschen glaube, Pech. ich rück jetzt auch einen vor. Der Hoshi ist ja nicht durchgekommen. Ja, der auch, Der genau. ist Sechster geworden noch Sechster? am Ende. Ja, dann noch ein Ja, paar okay. ausgefallen, da können wir noch ein bisschen was gut machen, genau. Ja. Nee, alles klar, dann Ja. herzlichen Glückwunsch. Freue mich auf jeden Ja, Fall auf danke schön. nächsten Montag. Da sind wir in Silverstone, ne? Ah, sehr gut. Da ist ein bisschen Ja. mehr Platz als hier auf jeden Fall. Ja. Nee, alles Und klar. aber Schon was heller. da kann auch viel passieren. Also, Ja, so ist klar. es für mich. Ja. Aber da sehen wir auch mal sehr schöne Rennen.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ans Podium nochmal. Dankeschön. Werde mich mal ausklinken. Ciao. Schönen Abend. Bis dann. Ciao. So, also, ihr habt das nochmal ein bisschen gehört. Da waren noch ein paar mehr im Chat. Da gab es einiges an Redebedarf. So, wir gehen jetzt rüber zum Pete rüber. Der fährt mal wieder ACC, deswegen raiden wir da mal rüber. Lasst mir da schöne Grüße. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Danke Sascha und Marco für eure Raids. Hat mich sehr gefreut, mal wieder ein paar mehr Zuschauer zu haben, hier auch bei der RLE. So viel habe ich sonst eher bei LFM nur. Ansonsten, ja, morgen gibt es keinen Stream. Muss ich mal ein bisschen Pause machen, muss man ein bisschen für eine Klausur lernen. Ansonsten, ja, Mittwoch steht noch ganz viel an. Bei mir Mark Racing, ADAC bei Zappi und Andi macht dann, glaube ich, Pro Series bei LFM. Habt ihr also wieder ganz viel Auswahl. Bedanke mich für die ganzen Follows, die reingekommen sind. Wünsche euch einen schönen Abend. Wo fährt er denn gerade? Gar nicht nachgeguckt, wo er fährt. Egal, schauen wir uns gleich zusammen an. Und dann, ja, sehen wir oder hören wir uns dann Mittwoch, wenn ihr Lust habt. Bis dann. Ciao, ciao.